Schmiede ist schwarz und kettenschlank und ein Sportsmann, wie es ihn nur selten gibt. Hans der Dritte in der Freundesschar ist weder blond noch schwarz, nur schrecklich unscheinbar. Doch sie wären gleichgestimmte Seelen, würde nicht die Eifersucht sie quälen. Es waren drei gute Kameraden, die hielten zusammen wie noch nie. Nur eines konnte ihre Freundschaft schaden, sie liebten alle, alle die Marie. Mariechen liebte die drei wieder, doch keinem schenkte sie sich ganz. Nicht dem blonden Walter und nicht dem schwarzen Frieder und nicht dem unscheinbaren Hans. Walter wurde Fliegeroffizier, er sah blendend aus in seiner Uniform. Frieder wurde U-Boot-Offizier und sein kleiner Bart steht ihm enorm. Hans, bescheiden wie er nun mal ist, wurde keins von beiden, sondern Infanterist. Und um in Erinnerung zu bleiben, mussten sie nun an Mariechen schreiben. Walter schickte ihr Parfum nach Haus und die schönste Seife, die es gibt. Friede suchte Seidenstrümpfe aus, weil er ihre schönen Beine liebt. Nur dem armen Hans ist nichts geglückt, doch dafür hat er sein ganzes Herz geschickt. Wenn vielleicht die anderen längst schon schliefen, schrieb er noch an wunderschönen Briefen. Es waren drei gute Kameraden, die hielten zusammen wie noch nie. Nur eines konnte ihrer Freundschaft schaden, sie liebten alle, alle, alle die Marie. Mariechen liebte die drei wieder, doch nur einem schenkte sie sich ganz. Nicht dem blonden Walter und nicht dem schwarzen Frieder, nein, nur dem unscheinbaren Hans. Und die Moral vergesst sie nie. Man unterschätze nicht die Infanterie.